Herzlich willkommen hier auf meinem Channel Landauer TV. Ein Renner steht uns heute ins Haus. Natürlich Crazy Cheese, was soll sein, wenn ihr diese Verpackung seht. Heute am Start der geile Bock. Vulgäre Ausdrücke, ja, wenn man so will, sind nicht immer salonfähig. Bei Crazy Cheese drücken wir auf jeden Fall ein Auge zu. Da sind die Worte geil oder fucking delicious oder ja, was auch immer, absolut salonfähig. Ich schlecke gerade diesen Cheese Cutter ab. Ich bin gespannt, was der geile Bock so drauf hat. Das ist ein Ziegenkäse, der geile Bock, klar. Und der soll, wie gesagt, der soll richtig mild sein im Geschmack. Er soll sogar der beste Eiweißlieferant sein. Man soll den Käse vorm Schlafen gehen essen. Wie zum Beispiel ist auch der Crazy Sport. Aber jetzt, das ist der geile Bock. Ja, das ist was anderes. Das ist ein Ziegenkäse. Der hat einen anderen Geschmack. Ich probiere den geilen Bock jetzt mit dem Senf-Dille-Dressing. Ich sage immer Dressing, Leute, verzeiht mir das. Es ist natürlich ein Chutney. Senf-Dille-Chutney. Ja. Aber die Note des Ziegenkäses, das muss wirklich einem schmecken. Ist nicht so meines, die Ziegenkäse-Sorten, aber trotzdem, der geile Bock, muss ich ehrlich sagen, schmeckt mir besser als der geile Bock Deluxe mit Trüffel. Das war mir, ich bin schon kein Trüffelfreund, aber der war nichts. Habe auch den meiner Mutter zum Kosten gegeben, die hat damals gesagt, das ist, da riecht man, da schmeckt man richtig diesen brunftigen Ziegenbock raus. Naja. Er ist okay. Ist jetzt kein Käse, den ich da in Massen essen würde, konsumieren würde. Deswegen haben wir uns auch noch eine kleine 150 Gramm Kostprobe gekauft. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas auch einarbeitet in irgendwelche Soßen, Pasta, mit ein bisschen Schlagobers, ein bisschen den Käse schmilzen lässt. Ich glaube, dass der geile Bock da richtig geil rüberkommen wird. Bis dahin, viel Glück und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Käsetest.